Was sind denn aus deiner Sicht jetzt aber wirklich auch noch entweder jetzt Trends oder auf jeden Fall auch Angriffspunkte, die jetzt jeder Fachbereich oder jede Fachbereichlerin zu deinem, in Anführungsstrichen, Lieblingsthema Cloud Data Governance irgendwie wissen sollte oder wo du sagst, hey, da möchte ich jetzt gerne den Zuhörern nochmal ein bisschen einen Mehrwert geben, was ist das okay, so gefiltert aus meiner Erfahrung, das ist auf jeden Fall, wo sich jeder mal mit beschäftigt haben sollte oder zumindest so ein rudimentäres Wissen haben sollte. Ich habe es ganz gut, mich so ein bisschen referenzieren auf basierende Frameworks im Markt. Also es gibt ja irgendwie DAMA, es gibt CDMC mittlerweile. Und wenn man da mal reinschaut, wird das immer aufgeteilt nach verschiedenen Disziplinen, also im Governance- oder Data-Management-Bereich. Und was wir gerade feststellen, was ich auch sehe, ist, nach wie vor das Top-Thema ist Datenqualität. So, ich muss halt, also, und wenn man Datenplattform baut, gibt es immer so ein Sprichwort, ne, Garbage in, Garbage out. So, das heißt, ich muss wirklich dafür sorgen, dass ich eine hohe Datenqualität halt habe. Einfach, damit die Entscheidungen, die ich nachher treffe, valide sind. So, und das ist ein riesiges, komplexes Thema. Das heißt, es geht wirklich gar nicht darum, nur Datenqualität zu erhöhen, sondern sie wirklich messbar zu machen. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Bis jetzt geht es immer los, ja, ich betreibe ein Data Cleansing, ne, in meinem ETL oder in meinem Prozess sorge ich dafür, dass die Datentypen gleich sind. Solche Punkte erhöhen ja erstmal die Datenqualität, erschaffen, ermöglichen mir immer noch nicht, dass ich es messbar habe. Also da ist es, glaube ich, ein Thema, wo sich viele mit beschäftigen. Ich glaube, dass dieses Thema auch bei vielen vorherrschend ist. Aber zu schauen, wie können wir das? Und da sind wir ehrlicherweise, das haben wir, glaube ich, erkannt als Microsoft und sind da in unserem Produkt auch relativ gut in der Entwicklung unterwegs, wo man wirklich mal reinschauen kann, wie liefern wir das denn? Weil unser Ziel ist ganz klar, wir wollen zum einen Datenqualität erhöhen durch, sag mal, unsere ETL-Tools. Zum anderen ist aber, wir möchten halt Datenqualität wirklich messbar machen. Und da ist ein Punkt, das gebe ich immer so gerne als Denkanstoß mit, ne? Ich war mal in einem Unternehmen, die haben ihre Product Owner incentiviert anhand der Menge an Features, die in Produktion geschoben wurden. Jetzt kann man sich mal überlegen, was bedeutet das für die Qualität der Features, wenn es nur nach Menge geht? Ohne dass jetzt überhaupt nicht, dass man darüber nachdenken kann, was das denn impliziert. Und ich habe mit einem Kunden mal darüber gesprochen, ob es vielleicht auch eine Idee wäre, Product Owner nach der Qualität ihrer Daten in ihren Datenprodukten zu incentivieren. Das heißt, ich gehe wirklich dazu über, dass ich ein Produktgedanken mit reinbringe und ich dafür sorge, dass die Qualität des Produktes hoch ist. Einfach, um dann zu sagen, okay, die Leute sind auch, werden, es ist ja immer so, Leute werden auch ein Stück weit über Geld incentiviert und das ist natürlich auch ein gewisser Anreiz an vielen Punkten, wenn am Ende des Jahres der Bonus vielleicht ein bisschen höher ausfällt und das Thema Daten wirklich dort mit reinzunehmen. Ich glaube, das ist auf der einen Seite ein Thema, was sehr, sehr präsent momentan ist und das andere, was ich gerne noch ansprechen würde, ist das Abbilden von Ontologien und von Metamodellen. Was bedeutet das? Erstmal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen kryptisch. Vereinfacht dargestellt, muss ich dafür sorgen, dass ich meine Datensilos und meine Organisationsstruktur irgendwo persistieren bzw. sichtbar machen kann. Und da geht es also hin, dass ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel auch über Datenprodukte und Datendomänen spreche, dass ich irgendwo in einem Tool die Möglichkeit habe, das Ganze abzubilden. Das heißt, ich habe mehrere Datendomänen, die bestehen aus oder haben noch x Produkte und die wiederum haben eine Verbindung zu weiteren Produkten. Das heißt, ich muss diese Verbindungen herstellen. Und wenn man mal überlegt, dass ein normaler Mensch in der Lage ist, 150 Beziehungen in seinem Leben parallel zu pflegen, kann man sich vorstellen, was das für ein großes oder auch ein kleineres Unternehmen heißt, was irgendwann eine dreistellige Anzahl an Datenprodukten hat. Da ist keiner mehr in der Lage, das, also theoretisch ist das ein Fulltime-Job und die Person macht nichts anderes, wenn es 150 Datenprodukte gibt, als den ganzen Tag zu gucken, wer spricht dort mit wem und das nachzuhalten. Und das muss halt enabled werden, das irgendwo nachhaltig abbilden zu können. Das heißt, da geht es wirklich hin, dass das in Zukunft verhindert, dass wir wieder über Datensilos reden, dass wir nicht wissen, wer steht eigentlich hinter diesen Datensilos, wie sind diese Produkte oder im Endeffekt auch miteinander verbunden, wie assoziieren sie sich und welche Prozesse liegen auch dazwischen. Das heißt, über all das, was wir gesprochen haben heute, Organisation, Prozesse, Technologie, kommt in dem Falle wieder zusammen und glaube, das ist ein großer Punkt, der es Kunden halt auch ermöglichen, ich sag mal, in dieser digitalen Datentransformation in Zukunft halt auch erfolgreich zu werden, wenn sie nachhalten können, was hat sich im Unternehmen eigentlich bewegt und wie spielen die verschiedenen Organisationseinheiten und Produkte im Unternehmen zusammen. Ich glaube, das wären die zwei Punkte, die ich als momentan die Treiber und mit wichtigsten Punkte in Zukunft sehen würde, neben der Baseline eines Datenkatalogs und die Daten überhaupt erstmal auffindbar machen. Da stehen ja auch noch ganz viele am Anfang.